Jetzt kommt diese Situation, die ich vorhin schon ansprach, um Nicola Larini. Achten Sie mal auf diese Szene hier. Hinten links bricht eine Bremsscheibe. Der hat schon gemerkt, dass was nicht stimmt, weil er war schon relativ früh auf der Bremse. Also der hatte schon, ich habe es ja vorhin gesagt, es war komisch, auch vorher, wie die, seine Rad stand. Natürlich kann das immer passieren, aber jetzt ist ihm da hinten am linken Hinterrad die Bremsscheibe gebrochen und hat natürlich die ganze Aufhängung zerschlagen. Unglaubliche Bilder, die uns da hier diese Onboard von Shiva liefert. Schauen Sie mal das Rad an, da rechts am Bildrand. Das wackelt schon. Und der Staub beweist, dass das Ganze von der Bremsscheibe herkommt. Dass die zerrissen hat. Da fliegt sie. Shiva hat da riesig Glück, dass er nicht noch mitgenommen wird. Ja, allerdings. Und dann fliegt der Osella da pendelnd in die Mauer. Die Streckenposten stehen da gefährlich an diesem Alpha GTV. Ziehen da die Schultern hoch. Und dann kann Larini aber zum Glück aussteigen. Nichts weiter passiert. Spektakuläre Bilder. Drei Unfälle am Rivazza-Eingang. Plus diese Schrecksekunde da vorhin um Gerhard Berger. Da ist der Nicola. Der ist ganz cool.